Fandora ist wieder da. Ab dem 1. Juli ist die Familien-Indoor-Erlebniswelt in Schneeberg wieder geöffnet. Zu den bekannten Zeiten und wieder mit dem Sommer-Special. Ein Tagesticket für Fandora und der Eintritt ins Strandbad Vilsteich ist inklusive. Silberstromers Fandora. Familie, Sport und Abenteuer. Wiedereröffnung am 1. Juli. Wegen eingeschränkter Besucherzahl wird eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen. Mehr Informationen unter fandora-schneeberg.de. Das sind die Zutaten bei ERZ-TV Kompakt am Mittwoch. Arbeit über Baustellen und bei Ernte. Erholung, neuer Prospekt für Heilbad. Und Entspannung am Wettinbrunnen und bei Stadtführung. Glück auf! Stolz verweist das Erzgebirge auf das, was es Touristen zu bieten hat. Nicht zuletzt als Welterberegion. Unterhält man sich derzeit mit Leuten, die im Erzgebirge Urlaub machen, sprechen die immer wieder von den Abenteuern, die sie hier erleben. Sie meinen damit die Herausforderung, mit dem Auto von A nach B zu kommen. Zahlreiche Baustellen sorgen für viele Umleitungen. Ja, und da stoßen dann auch die Navis an ihre Grenze. Und dabei hat man sich doch an die Dinger so gewöhnt. Ja, und mit dieser Einleitung habe ich Sie zielgenau zu unserer ersten Nachricht navigiert. Für Autofahrer gibt es in Gelenau noch kein Durchkommen. Hier baut der Erzgebirgskreis in der Straße der Einheit, der K7105, in Höhe der Pestalozzi-Grundschule und Einmündung der Schulgasse den Durchlass des Dorfbaches neu. Das bisher vorhandene Bauwerk wird durch ein neues in Fertigteilbauweise mit einer Länge von ca. 50 Metern ersetzt. In diesem Zuge werden auch die Straße auf einer Länge von ca. 100 Metern sowie die Gehwege und Bushaltestellen ausgebaut. Das Ende der Bauzeit wird mit Oktober 2020 angegeben. Die geplanten Baukosten betragen ca. 500.000 Euro. Die Umleitungen führen über die B95 Thum sowie der S233 und der S232 über Herold. In Waltersdorf wird die Hauptstraße, die S267, in der kommenden Woche zur Sackgasse. Seit Ende März wird im Bereich um den Adlerweg eine Brücke erneuert. Bisher war die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde mit einer Ampel geregelt. Da abschließend die Asphaltdecke auf der gesamten Breite neu eingebaut wird, ist eine Vollsperrung notwendig. Eine Umleitung wird aus Annaberg-Buchholz bzw. Sehma kommend über Schlettau, Scheibenberg, Grottendorf und in Gegenrichtung ausgewiesen. Damit die Gäste einen genauen Überblick über die vielen im Heilbad Bad Schlema angebotenen therapeutischen Anwendungen erhalten, wurde ein neuer Kurprospekt herausgegeben. Zunächst werden darin die Indikatoren des natürlichen Heilmittels Radon aufgeführt, danach folgen die angebotenen Gesundheitspakete. Anschließend werden die einzelnen Anwendungen noch einmal genauer beschrieben. Die Broschüre gilt als Wegweiser für Gäste, die einen Kur- oder Gesundheitsurlaub in Bad Schlema planen. Aber auch Erzgebirger nutzen die Radonbäder, Salzgrotte, Kryosauna und weitere Behandlungen gern. Erhältlich ist das Prospekt im Kurmittelhaus Bad Schlema oder als Download unter www.bad-schlema.de. Jetzt in den Sommermonaten gehören Mähdrescher auf den Feldern zu einem uns bekannten Bild. Wohl kaum einer von uns möchte mit den Fahrern tauschen. Mit einer dicken Staubschicht vor der Frontscheibe wird das eingebracht, was bereits im Vorjahr oder im zeitigen Frühjahr in den Boden kam. Wir von ERZ-TV haben einmal näher hingeschaut und dabei auch die heißen Stunden in praller Mittagssonne in Kauf genommen. Bei dieser Recherche haben wir so einiges über den Raps erfahren und durften uns auch einmal in so einer Hightech-Maschine umsehen.
Mehr über die Rapsernte vor heimischer Kulisse erfahren die Zuschauer, die unsere nächste Wochensendung einschalten und mit dabei sein möchten. In Schneeberg hat es wieder mal gebrannt und die Polizei sucht Zeugen. In der Nacht auf Dienstag war es in der August-Bebel-Straße zum Brand von insgesamt 2 Fahrzeugen gekommen. Ein angrenzender Holzstapel brannte fast vollständig ab. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 03771 120 an das Polizeirevier Aue zu wenden. In Oelsnitz, Erzgebirge, wird zur Unterstützung des Wochenmarktes ein Marktmeister gesucht. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage im Internet mit. Auf Minijob-Basis ist die Person jeden Freitag zum Markttag für ca. 3 Stunden tätig. Gern können sich laut Stadtverwaltung Rentner, Rentnerinnen, Hausfrauen und Hausmänner oder Studenten bewerben. Es war der 11.11.2019, als die Veranstalter des Musikfestes Erzgebirge ihr Programm 2020 vorstellten. Inzwischen ist durch die Corona-Pandemie manches, aber nicht alles anders. Die gute Nachricht haben die Festivalmacher jüngst auf ihre Werbemittel drucken lassen. Wir finden statt. Vom 4. bis zum 13. September erklingen fast alle geplanten Konzerte, wenn denn auch teilweise an neuen, den Corona-Vorgaben entsprechenden Spielorten. So wurden etwa die Stadthalle Oelsnitz oder die Nikolaikirche Grünhain ins Musikfestprogramm aufgenommen, das dieses Jahr unter dem Motto »Vom Berge her« steht. Namhafte Gäste des Musikfestes sind dieses Jahr der Tölzer Knabenchor oder das Vokalensemble Sonat Vox. Das festliche Abschlusskonzert wird die renommierte Capella Amsterdam unter ihrem langjährigen Leiter Daniel Reuss bestreiten. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abstandsregeln und Hygienebestimmungen sind die Eintrittskarten ab sofort ausschließlich über die E-Mail-Adresse ticket@musikfest-erzgebirge.de zum Einheitspreis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro ohne Sitzplatzbindung, erhältlich. Das Erzgebirgsstadion selbst, in dem auch ein Festivalhöhepunkt stattfinden sollte, geht zumindest in diesem Jahr leer aus. Das für hier geplante große Sängerfest soll im Sommer 2021 nachgeholt werden. Die Corona-Pandemie hat die Probenphasen der über 500 Sängerinnen und Sänger zunichte gemacht. Erworbene Eintrittskarten für das Stadionkonzert behalten ihre Gültigkeit. Auf dem Stolberger Marktplatz wird in der nächsten Woche die Gilde der Marktschreier gastieren. Das wurde kurzfristig bekannt. Beim Stelldichein der Marktschreier-Giganten wird vom 20. bis 22. August der amtierende deutsche Meister und das lauteste Lebewesen der Welt, Wurst-Achim, auf Hollands größten Blumenhändler treffen. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat zum Start ins Trainingslager in Polen 2 Neuzugänge mit an Bord genommen. Dabei handelt es sich um Torhüter Philipp Klewin und Mittelfeldspieler Ognjen Gniadic. Ein weithin bekanntes Wasserspiel im Erzgebirge ist der Wettinbrunnen an der S271 zwischen Rittersgrün und Tellerhäuser. Oder genauer zwischen Ehrenzipfel und Zweibach. Der Brunnen prägt das Bild vom Wettinplatz. Bereits 1889 wurde an dieser Stelle ein erster Brunnen errichtet. Den Anlass gab damals die 800-Jahr-Feier des sächsischen Herrscherhauses Wettin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ereilte den Brunnen das gleiche Schicksal wie zahlreiche andere Brunnenanlagen der Region. Er verfiel. Erst nach der politischen Wende wurde der geschichtsträchtige Brunnen Anfang der 1990er Jahre grundhaft erneuert. Zu verdanken ist dies dem Erzgebirgszweigverein Rittersgrün. Im September 1992 war der Wettinbrunnen ein zweites Mal feierlich eingeweiht worden. Ganz in der Nähe des Wettinbrunnens erinnert ein Gedenkstein an den erzgebirgischen Sänger und Mundartdichter Anton Günther.
Wenn Sie im Internet auf der Seite von kabeljournal.de oder erztv.de gehen, können Sie eine Suchfunktion nutzen. In genau 20 Jahren, die wir online sind, haben wir natürlich viel von Volksfesten, Jahrmärkten und Rummelveranstaltungen berichtet. In dieser Woche erinnern wir daran. Sucht man zum Beispiel nach dem Wort Kinderkarussell, wird man im Kabeljournal-Nachrichtenpool 23 Mal fündig. Nur nach Karussell gesucht, ist die Zahl noch viel höher. Wir haben uns für einen Beitrag aus dem Jahr 2005 entschieden, in dem das Wort Kinderkarussell vorkommt. Hier der Kurzbericht von damals aus Raschau. Ein um den Reformationstag verlängertes Wochenende hatte Raschau in diesem Jahr Zeit, im Ort die Kirmes zu feiern. Traditionell lädt zur Rascher Kirmes ein Rummel ein. Der hat seit vielen Jahren seine Fangemeinde. Fahrgeschäfte wie Riesenrad und Kinderkarussell, Leckereien wie Bratwurst und Zuckerwatte, Angebote wie Losbude und Schießstand sowie mehrere Händler warteten auf die Festbesucher. Junge und Alte kamen dann auch. Premiere hatte ein Großtrampolin. Auf dem Schulhof waren dadurch besonders hohe Sprünge möglich. Für Raschau war es das 307. Kirchweihfest. Ein besseres Wetter wie zur Kirmes 2005 hätten sich die Veranstalter nicht wünschen können. Ein Ferienangebot wurde uns aus Schneeberg mitgeteilt. Am Freitag steht für Kinder ab 8 Jahren im Museum für bergmännische Volkskunst eine Tischpresse zum Blütenpressen bereit. Von 13 bis 16 Uhr können Sie im Obergeschoss des Museums mit den gepressten Blüten und Pflanzen Blütenbilder entstehen lassen oder fertigen damit Karten für bestimmte Anlässe an. Das Material wird bereitgestellt. Der Museumseintritt beträgt 2 € für Kinder und 3 € für Erwachsene. Der evangelische Arbeitskreis der CDU Erzgebirge lädt am Donnerstag zu einer Kirchenführung in den Schneeberger Ortsteil Griesbach ein. Die Kirche St. Georg und St. Martin gehört zu den ältesten im Westerzgebirge und wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts errichtet. Neben Informationen über das Gotteshaus erwartet die Besucher eine Andacht von Pfarrer Frank Meinl. Die Kirchenführung beginnt 17 Uhr. Parkplätze finden sich neben der Gaststätte Goldene Höhe an der Bundesstraße nach Zwickau. Zu einer Tour entlang der Stadtmauer wird am kommenden Sonnabend in Annaberg-Buchholz eingeladen. Die 2-stündige Stadtführung startet 16 Uhr an der Annenkirche. Aufgrund der aktuellen Situation müssen Tickets zwingend vorab in der Touristinformation erworben werden. Eine Reservierung ist unter den eingeblendeten Kontaktdaten möglich. Die maximale Gruppenstärke beträgt 15 Personen. Während des 2-stündigen Rundgangs werden den Teilnehmern noch vorhandene Teile der einstigen Stadtbefestigung vorgestellt. Die Gäste erfahren interessante Details zur Entstehung, zu Türmen und Toren, sowie zum teilweisen Rückbau der Mauer. Gewürzt wird das Ganze durch spannende Historien und Anekdoten. Das Thema Picknick thematisiert eine Ausstellung in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz. Präsentiert werden sehenswerte Illustrationen der gebürtigen Annaberg-Buchholzer Künstlerin Helene Graupner. Entnommen sind sie ihrem kürzlich erschienenen Picknickhandbuch. Das war ErzTV Kompakt am Mittwoch. Am Donnerstag werden wir unter anderem wieder ein besonderes Exponat der Sommerschau im Depot Paul Ströer in Gelenau näher beleuchten. Außerdem setzen wir nach längerer Pause unsere Serie über Angelgewässer im Erzgebirge fort und werden dann auf die Flöha blicken. Für heute war's das aber. Glück auf, bis morgen. Pandora ist wieder da.
Ab dem 1. Juli ist die Familien-Indoor-Erlebniswelt in Schneeberg wieder geöffnet. Zu den bekannten Zeiten und wieder mit dem Sommer-Special. Ein Tagesticket für Pandora und der Eintritt ins Strandbad Vilsteich ist inklusive. Silberstromers Pandora. Familie, Sport und Abenteuer. Wiedereröffnung am 1. Juli. Wegen eingeschränkter Besucherzahl wird eine frühzeitige Kartenreservierung empfohlen. Mehr Informationen unter pandora-schneeberg.de. Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort.